Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Super Maker. Was es mit diesem neuen Spielmodus auf sich hat, erfahrt ihr jetzt sofort. Viel Spaß mit dem Video. Willkommen zu Would You Rather. Also was würdest du lieber tun, was würdest du bevorzugen? Ich werde heute 2 bis 3 unterschiedliche Level spielen. Ich denke mal, wir werden noch einen Gefängnisausbruch machen und wir werden auch noch vielleicht ein Pokémon Go Level spielen. Hier gibt es super viel Auswahl. Wir beginnen einfach mal mit Was würdest du lieber tun? Ich bin selbst echt gespannt. Frage Nummer 1. Apfel oder Bananen, Leute? Gier? Ah, wir haben sogar eine Ausrüstung. Das heißt, kämpfen müssen wir auch. Alright, wir müssen zu den Bananen. Wenn du Bananen liebst, was steht da? Wenn du Bananen liebst, musst du diesen Zombie killen. Okay, haben wir getötet, kein Problem. Wir machen weiter. Frage Nummer 2. Wir bekommen etwas. Just Dump. Was steht da drin? Bist du dumm? Bananen gibt es nicht in Minecraft. Ja gut, aber Bananen sind trotzdem nice. So, wir machen weiter. Okay, Frage Nummer 2. Würdest du lieber ein kaltes Bad nehmen oder ein heißes Spa? Da hier irgendwie 40 Grad sind, würde ich sowas von das kalte Bad nehmen. Hey, lass mich durch. Ich beweise es, spring in das kalte Bad. Okay. Oh, da kann man einfach cheaten. Okay, ich bin im kalten Bad. Okay, damit habe ich es ausreichend bewiesen. Ich würde jetzt so gern ein kaltes Bad haben. Holy shit. Was würdest du lieber? Habe das kälteste Eisbad überhaupt oder laufe auf brennenden Steinen barfuß? Das ist beides echt nicht so geil. Ich würde sagen, wir machen das hier, das Eisbad. Du hörst Feuer, aber das ist nicht gefährlich, denn du hast Fire Resistance Potion. Ich habe keine Fire Resistance Potion. Das ist ja voll der Beschiss. Okay, wo muss ich hier lang? Ah, okay. Das haben wir easy geregelt. Weiter geht's. Oh, da hinten ist schon das Ziel, Leute. Nächste Frage. Was würdest du lieber? Kill Justin Bieber oder marry Justin? Ich kann doch Justin Bieber nicht einfach so töten. Außerdem, Alter, das ist dieses, okay, auf brennenden Steinen laufen, barfuß. Ich würde sagen, wir heiraten Justin. Von Justin Bieber, ist das mit Absicht so geschrieben? Ich glaube, das ist mit Absicht so geschrieben. Justin Bieber, okay, was? Okay, Enderdrachen schauen hier zu, was steht auf dem Schild? Only Ender Dragons came to watch. Ja, bitter gelaufen, wenn man ne, nur Enderdrachen als Freunde hat. Okay, dann haben wir jetzt geheiratet, okay. Dann, tschüssi. Nächste Frage. Parkour oder Fight? Also Parkour ist Jump and Run oder PvP? Wir machen natürlich PvP. You already got something gear. Fight. Okay, wir müssen jetzt hier kämpfen und die töten. Anscheinend. Aber wir können auch einfach uns durchcheaten, glaube ich. Okay. Aber wir können ja trotzdem nochmal 2, damit wir ja auch das Level erfolgreich beenden. So, 2 gekillt. Weiter geht's. Was würdest du lieber? Ja, so eine Frage. Leben oder sterben? Also für immer leben oder sterben? Ja, natürlich für immer leben, man. Ist doch klar. Lass mich durch. Dankeschön. Okay, wir müssen einfach nur hier durchlaufen. Okay, nächste Frage. Würdest du lieber einen neuen Movie schauen, also einen neuen Film, der gerade herausgekommen ist, oder Popcorn für den Rest meines Lebens essen? Ich bin echt nicht so der krasse Popcorn-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ist schon geil, aber einen neuen Movie? Ja, einen neuen Movie. Oder Popcorn... Ah? Es kommt drauf an, was es für ein Movie ist. Wenn es Harry Potter ist, dann auf jeden Fall der neue Movie. Wenn es aber... Aha, wir nehmen mal den neuen Movie, Leute. Ich bin da aber nicht ganz so sicher. Okay, wir müssen jetzt den Movie schauen. Cool, wir können hier durch. Jawohl. Okay, nächste Frage. Sollen wir dieses Spiel beenden oder sollen wir weiter sterben? Ich bin noch gar nicht gestorben. Wir wollen natürlich beenden. Hier ganz klar, lass mich durch. Jawohl, Leute, da sind wir auch schon beim Wow. Hey. Ich habe irgendwie Schaden bekommen. Ich glaube, ich habe die Hack Detection ausgelöst. Ups. Okay, Leute. Level Nummer 1 complete. Level clear. Level Nummer 2. Wir befinden uns in einem Gefängnis. Und da ist sogar eine richtige Wache mit so Wachkleidung. Wachkleidung. Ist das überhaupt ein Wort? Egal. Ich bin hier für 2 Jahre. Ich muss hier raus. Also das ist meine Zelle. Okay, cool. Dann, gut. Dann drücken wir das mal. Ah, nochmal drücken. Okay, Leute. Hier können wir also ausbrechen. Let's go. Okay. Oh, jetzt sind wir unter dem Gefängnis anscheinend. Hier steht, okay, wir sind also in den Katakomben des Gefängnisses. Okay, wir haben hier ein Dull Blade, eine rostige Brustplatte und alte Bandagen. Das können wir natürlich direkt heilen um 2 OP. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Also müssen wir, denke ich mal, hier hoch. Oh, der hat uns fast gesehen. Ich bin in einer leeren Zelle, aber dort ist eine Wache. Er sieht uns nicht. Oh Gott, er hat uns gesehen. Stirb, Wache! Stirb! Bam!
Boom. Yeah. Okay. Hier ist Wardens Büro. Warden ist aber nicht da. Unlock Front Door. Machen wir. Yes, I'm out. Ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen, aus dem Block City Prison. Jetzt werden wir eine Bank ausrauben. Was? Als ob wir sofort eine Bank ausrauben. No, okay. Die Block City Bank. Okay, dann gehen wir hier rein. So. Oh, don't hurt me, please. Wo ist das Geld? Es ist hier, bitteschön. Option 1, kill him. Option 2, verschon ihn. Ich will... Nein, Leute, so... Du hast eine ziemlich crazy Nase. Nein, 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 wir werden da gar nichts tun. Let's do this. Er ist zwar Zeuge, aber ganz... Oh, was haben wir denn? Das hat sich aber gelohnt, hier die Bank. Hier haben wir auch noch, zack. Was haben wir denn hier? Nether Cash. Und hier? Legendary Star. So, jetzt sind wir ziemlich reich, würde ich sagen. Raus hier. Oh, hier haben wir den Truck Key. Blub. Lass uns fliehen mit diesem Truck. Okay. Natürlich würde ich sagen, hier muss die Beute rein, oder? Dann machen wir hier zu. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rein. Hier so? Jawohl! Blub! Yay, Level clear, geschafft. Willkommen zum Job-Simulator. Sehr geil. Hier haben wir ein Buch. Was steht denn da Schönes drin? Willkommen zum Job-Simulator. Wenn wir 50 Likes bekommen, dann jojojo. The Mechanic Shop. Alles klar. Ey, Buch, weg damit. Dann gehen wir hier mal rein. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist ein Kunde und er schreibt, hallo, kannst du bitte mein Öl wechseln? Ja, natürlich kann ich das. Also wir sind hier offensichtlich in einer Werkstatt. Entweder müssen wir jetzt dem einen, das ist so ein bisschen wie Would You Rather, okay. Gib dem Mann Öl zum Wechseln oder chill hinten und spiel mit deinem iPhone und mit deinem Handy. Nee. Wir wechseln hier. Oh. Yeah, du hast dem Mann Öl gegeben. Charge 100. Okay, jetzt müssen wir entscheiden, wie viel. Wie viel kostet es? Ja, 250 natürlich. Was? Don't 250? Okay, wir müssen also tatsächlich hier realistisch antworten. Verdammt. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal 100, oder? Don't charge. Oh. Und? Jawohl, die richtige Menge. 200 müssen wir ihnen anrechnen. Wow, 200 Euro für einen Ölwechsel. Das ist aber, ja, $200. Okay, dein Boss ruft dich zu seinem Büro. Ach du Schande, was will der Typ denn jetzt? Als ob mein Boss ein Kürbis ist. Ich meine, no hate. Und ein Lapis, den Wollblock. Okay, your Boss. You have been working hard to take a break now. Nice, wir dürfen eine Pause machen. Als ob das schon das Level war. Digga, das ist eines der bestbewertetsten Level auf diesem Server. Und das war's? Das waren alles sehr kurze und knackige Level. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Wenn ihr noch eine Folge haben möchtet, da gibt's auch Pokémon Go und weiter Would You Rather und Jump'n'Runs und Find the Button und alles mögliche. Lasst ein Däumchen nach oben da. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dort könnt ihr Videos anschauen von gestern und andere coole Videos. Klickt da auf jeden Fall mal drauf. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Euer Benson. Tschüssi.